Anja Wagner, IT-Spezialistin, here she is, Co-Founder, Rollenrebellin. Ihr Kindheitstraum, bei Pixar arbeiten als Informatikerin. Inzwischen ist sie Senior Consultant IT mit eigenem Team, hat einen Blog zum Thema Female Empowerment gegründet und verfolgt hartnäckig ein Ziel. Aufzuräumen mit dem Vorurteil, IT wäre eine Männerdomäne. Ronja, herzlich willkommen in Potsdam. Ja, danke, dass ich da sein darf. Wir haben uns kennengelernt über ein Netzwerk. Es ging um Frauen, es ging um Mädchen, es ging um Teilhabe, es ging um Bildung. Und ich weiß, dass wir angefangen haben, miteinander zu reden und gar nicht mehr aufgehört haben. Und damals entstand die Idee, dieses Thema, mit dem du dich beschäftigst, für das du brennst, ein bisschen tiefer mal aufzubohren. Mhm. Und ja, heute ist sozusagen unsere geschenkte Zeit, mal ein bisschen zu horchen. Und ich würde dich einfach gerne bitten, noch mal deine Geschichte zu erzählen. Wie war das? Wie bist du groß geworden? Was wolltest du werden, als du ein kleines Mädchen warst? Und was bist du dann geworden? Also inzwischen bin ich IT-Prüferin bei einer der Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, was definitiv nicht mein Kindheitswunsch war. Oder zumindest war das keine Vorstellung, die ich als Kind hatte, was ich so machen möchte, wenn ich groß werde. Ich bin zusammen mit zwei Schwestern aufgewachsen in einem Haushalt, der einen sehr dazu geprägt hat, selbstständig zu sein, mutig zu sein, verantwortungsvoll zu sein, und wollte als Kind zu Beginn an das Erste, so an was ich mich wirklich erinnern kann, was ich auch vielen Leuten erzählt habe, immer die erste weibliche Bundeskanzlerin Deutschlands sein. Da war jemand schneller. Genau. Und dann kam 2005 und Angela Merkel ist Bundeskanzlerin geworden. Und dann habe ich gesagt, nee, wenn ich nicht mal die Erste sein kann, dann möchte ich das auch nicht machen. Ich hatte aber als Kind auch noch immer so das Interesse daran an IT. Also ich hatte immer ganz viel am Computer, hatte immer viel Computerspiele gespielt. Mein Vater hat mich da immer ziemlich zugebracht. Und ich hatte eigentlich immer gedacht, das ist, was ich machen möchte. Dafür habe ich Talent und dafür habe ich Leidenschaft. Und bin dann aber so mit der Pubertät davon abgekommen, weil ich irgendwie dachte, so, das macht man nicht. Sowas ist unweiblich, da finde ich keinen Freund. Ja, also, so Gedanken, bei denen man sich heutzutage denkt, wie bist du eigentlich darauf gekommen, so ein Blödsinn. Aber das sind halt einfach Gedanken, die man sich als 13-, 14-, 15-Jährige macht. Ja, dann das heißt, wenn ich mich für IT interessiere, verbaut mir das jede Liebeschance? Ja, es hört sich lächerlich an, aber so ist es quasi, ja, genau. Also so ist zumindest die Denkweise, war es zumindest bei mir, und aus meiner Erfahrung ist es auch die Denkweise von vielen Mädchen, ja. Also das ist nichts unbedingt das, was erstrebenswert ist, ja, weil es einfach nichts ist, was als attraktiv wahrgenommen wird, was als weiblich wahrgenommen wird. Auch in der Schule ist man dann natürlich so ein bisschen, okay, wer geht da jetzt? Ich meine, es gibt eine Wahlpflichtfach, Informatik ist kein Pflichtfach, also ist die Sache auch okay. Ich habe mehrere Auswahlmöglichkeiten. Ich kann Spanisch nehmen, ich kann Ökologie nehmen, ich kann Russisch nehmen. Ich kann auch Informatik nehmen. Aber meine Freundinnen werden keine Informatik nehmen. Also ist dann so die Frage, boah, auch wenn ich da vielleicht jetzt tief in mir eigentlich ein Interesse spüre und sage, ich möchte es gerne machen, mache ich es dann wirklich, wenn es kein anderer mit mir macht? Und das ist ein extrem großes Problem, weil du brauchst erstmal sehr mutige Mädchen, die dann sagen, ich interessiere mich dafür und ich mache jetzt Informatik-Wahlpflichtfach. Auch wenn die anderen was ganz anderes genau, machen. Genau, ja. Also ich meine, das ist ja einfach der Gruppenzwang, den man ja nicht unterschätzen sollte in der Schule, der ja extrem ist. Was machen meine Freundinnen eigentlich? Was machen meine Freunde? Wer ist denn in diesem Kurs drin? Und Informatik ist, zumindest war es in meinem, als ich in die Schule gegangen bin, jetzt nicht die coolsten Leute, die in Informatik gegangen sind, was total schade ist, ja, weil das natürlich ein, wenn man es nicht macht in der Schule, warum komme ich da drauf, das dann zu studieren? Natürlich studiere ich das dann nicht. Natürlich studiere ich dann irgendwas von den 0815 Fächern, die mir irgendwie vorgegeben werden, die an sich attraktiv wirken, ja. Und das sind besonders für Frauen dann nicht unbedingt die Fächer, die rational gesehen wirklich die sinnvollsten sind, wo ich wirklich sage, wenn ich das studiere, dann kann ich mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass ich dann wirklich finanziell unabhängig bin. Und das ist eigentlich so schade. Das war aber quasi genau der Weg, den ich dann gegangen bin. Ich habe nicht gesagt, ich studiere Informatik, obwohl ich nehme Informatik in der Schule, obwohl mich das Fach interessiert. Und dann hatte ich natürlich auch keine Schnittstellen. Es war für mich Informatik, war immer noch so, was ist das eigentlich?
Was ist Informatik? Solange man es nicht in der Schule hat, ist es auch irgendwas, was relativ ungreifbar ist. Es ist alles und nichts. Es ist halt irgendwie mein Handy. Ist Informatik irgendwas, irgendwie funktioniert es ja. Mein Laptop ist Informatik. Gegebenenfalls, wenn ich schon ein Smart Home habe, dann ist das auch Informatik. Aber wie funktioniert es eigentlich? Das ist eine Sache, die nicht wirklich greifbar ist in der Schule. Wird sie nicht unbedingt beigebracht, wenn man nicht wirklich Informatik hat. Und auch wenn man Informatik in der Schule hat, dann ist es natürlich auch die Frage, wie hoch ist die Qualität dieses Informatikunterrichts? Weil die Frage ist ja auch, wer entscheidet sich dazu, Informatiklehrer zu werden? Wir hatten einmal von der Arbeit aus ein Projekt gehabt, wo wir in einer Schule waren. Und ich hatte mich mit dem Informatiklehrer unterhalten und er hatte dann halt auch gesagt, ich liebe meinen Job, aber wenn ich sehe, was meine Studienkollegen jetzt verdienen, dann überlege ich mir das halt doch nochmal zweimal, ob ich das wirklich machen möchte für immer. Weil schlussendlich mache ich 50% Informatikunterricht und 50% bin ich der EDV-Techniker. Und das ist eigentlich nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Und das ist natürlich total ein Problem. Ja, weil man braucht natürlich auch richtig coole Informatiklehrer, die das den Schülern auch schmackhaft machen und sagen, hey, das ist richtig, richtig cool, was man machen kann. Aber zurück zum Thema. Ich habe dann keine Informatik studiert. Ich war dann relativ einfallslos und habe BWL studiert, wollte aber ein bisschen weiter weg und bin dann an die Universität Wien und habe da Betriebswirtschaftslehre studiert. Und dann bin ich eigentlich durch Zufall im Studium wieder in die Informatik reingekommen. Es gab da ein Fach, was Vertiefung in die Wirtschaftsinformatik hieß. Und da hat man unter anderem auch Excel gemacht. Und ich dachte, naja, Extracurriculum kann nie schaden. Und Excel sollte man vielleicht mal wissen. Und das waren halt die Basics in Excel und Java und HTML und Unternehmensmodellierung zum Beispiel auch. Das waren so interessante Sachen. Und ich habe richtig gemerkt, dass es mir überhaupt nicht schwer fällt. Es war wirklich was, wo ich einfach Freude daran hatte, das zu lernen, was jetzt nicht in den meisten Fällen in meinen Studienfächern war. Die habe ich halt, ich meine, das ist klassisch BWL. Wer sagt, dass er leidenschaftlich BWL studiert, ist wahrscheinlich auch relativ rar. Und dann habe ich gemerkt, so, naja, okay, das macht mir wirklich Spaß und ich muss nicht wirklich lernen und ich habe wirklich Freude dran und habe dann eigentlich richtig gemerkt, das ist, was ich machen möchte. Dann habe ich mich so ein bisschen auf die Suche gemacht nach einem Bereich, wo ich da reinpasse einfach und habe dann ein Praktikum gemacht bei EY im Bereich Cyber Security und Financial IT Audit. Einfach weil ich gemerkt habe, dass der Bereich IT-Prüfung, also IT-Audit, das ist, was mich wirklich begeistert, wo ich auch wirklich diesmal wirklich sagen kann, ich bin leidenschaftliche IT-Prüferin, auch wenn ich nicht sagen konnte, dass ich leidenschaftliche BWL-Studentin war. Und habe dann aber in dieser Zeit auch gemerkt, wie wichtig es ist, dass ich anderen Mädchen helfe, nicht unbedingt über diese Schleife, die ich gehen musste, dahin zu kommen, sondern einfach jemandem den Mut zu geben und zu sagen, hey, du kannst es auch und ich glaube an dich. Und so bin ich eigentlich zur IT gekommen und so bin ich zu meinem persönlichen Lebensauftrag gekommen. Ja. Zu deiner Leidenschaft. Ja, ja, vielen genau. Dank für diese Hinleitung, für diesen Weg. Die Frage ist ja, deine Geschichte ist natürlich eine individuelle, aber was von deiner individuellen Geschichte gilt eigentlich auch für andere junge Menschen. Und das würde mich interessieren, da mal hinzugucken, an was für einer Stelle dieses Muster mal zu durchbrechen ist. Wir haben einfach auch darüber gesprochen, es fehlen Frauen in ganz, ganz vielen Bereichen in unserer Gesellschaft. Da gibt es Positionen, die nicht besetzt sind. Da gibt es Bereiche, die immer noch weiß und männlich besetzt sind. Und mal zu gucken, woran liegt das eigentlich? Wo sind die Frauen? Warum gibt es geschlossene Türen? Warum treten Frauen nicht durch diese Türen? Ne? Also was hindert sie daran? Ich bin ein sehr großer Verfechter der Erziehung. Also meiner Meinung nach ist es ganz, ganz wichtig, dass man Mädchen, die zur Schwelle von der Pubertät sind, den Mut gibt, auch da weiterzumachen, weil es gibt diese relativ bekannte Werbung, wo man junge Mädchen, die, glaube ich, so unter 10 sind, filmt und ältere Mädchen oder junge Frauen. Und dann sagt man ihnen, lauf wie ein Mädchen, renn wie ein Mädchen, werf wie ein Mädchen. Und die jungen Mädchen machen sich überhaupt nichts dabei. Die werfen halt einfach ganz normal und mit vollem Elan.
Und die älteren Mädchen und die jungen Frauen, die werfen dann halt so. Also man merkt dann einfach ganz deutlich, dass es halt etwas mehr Mädchen zu machen, eine Verletzung ist, ein Schimpfwort quasi. Ja, und ich finde, dieses Video verdeutlicht zum Beispiel unglaublich, wie Mädchen ihr Selbstbewusstsein verlieren ab einem gewissen Alter. Durch Erziehung, durch die Gesellschaft, dass man einfach nicht mehr sich traut, wirklich Sachen zu machen. Ich meine, als junges Mädchen hatte ich mir auch zugetraut, Bundeskanzlerin zu werden. Und war dann so, naja, warum soll ich das denn nicht werden? Aber wenn man sich halt so überlegt, im ganzen IT-Bereich, da gibt es so gut wie keine Frau. Es gibt keinen weiblichen Elon Musk, es gibt keinen weiblichen Mark Zuckerberg. Das fehlt einfach. Und es sind in dem Fall, bilden diese Personen auch relativ starke Stereotypen. Gerade Mark Zuckerberg zum Beispiel ist, glaube ich, die Verkörperung eines IT-Lers, der im Hoodie kommt, der vielleicht nicht sonderlich charismatisch ist, der als, aber doch als Genie quasi wahrgenommen wird. Und das ist, glaube ich, eine Sache, wo Mädchen sich extrem schwer tun, sich darin zu sehen und sie sagen, das kann ich auch. Sondern es ist dann quasi automatisch, dass sie sich ausgeschlossen fühlen. Und ich glaube, das ist das größte Gefühl, dieses, ich kann das nicht, weil ich bin ein Mädchen. Ich finde das schrecklich, sich vorzustellen, dass es diese Sätze gibt, dass wir in dem Jahrhundert leben, in dem wir beide jetzt leben und diesen Satz aussprechen müssen, nur weil ich ein Mädchen bin, kann ich das nicht. Ja, wobei ich glaube, es ist fast schlimmer geworden jetzt nochmal die letzten 10 Jahre durch die ganzen Social-Media-Geschichten. Also wenn man sich auch gerade so anschaut, was machen männliche Influencer und was machen weibliche Influencer, dann ist das nicht unbedingt eine positive Entwicklung, meiner Meinung nach. Weil weibliche Influencer, die ich zumindest kenne, wenn man sich die Top 20 Influencer anschaut auf Instagram, auf TikTok, die verkaufen Schminke oder Sportklamotten. Das ist quasi, was du machen solltest. Das ist toll, wenn du das geschafft hast, dann bist du glücklich. Und das ist halt das, was ich sehr schwierig sehe, wie man da quasi wieder in die Schiene reinkommt, dass man Mädchen auch sagt, es geht nicht nur darum. Und du kannst relativ sicher sein, du wirst mit hoher Wahrscheinlichkeit keine erfolgreiche Influencerin und du solltest dir einen Job suchen, der gegebenenfalls ein bisschen realistischer ist. Weil das ist ja eigentlich das Traurige, dass viele dann sagen, ich möchte Influencer werden. Also das ist dann auch so ein bisschen, wo ich sage, schlussendlich ist es ja auch eine gewisse Scheinwelt, die da aufrechterhalten wird, ein Leben, was man die ganze Zeit preisgibt. Aber was ist eigentlich der Mehrwert, den man damit schaffen kann? Wie viele von diesen Influencern nutzen wirklich ihre Reichweite, um wirklich etwas zu erreichen, um wirklich was zu ändern? Das ist meiner Meinung nach recht schwierig. Und wenn man solche Influencer nicht hat, die wirklich sagen, es ist wichtig, dass du ein gewisses Ziel in deinem Leben hast und verfolgst und dass es nicht unbedingt ein Ziel sein muss, was dir jemand anderes vorgibt, dann finde ich es extrem schwierig, da eigentlich an junge Mädchen ranzukommen und zu sagen, trau dir was anderes zu. Trau dir zu, dass du nicht der neue Instagram-Influencer wirst, sondern dass du derjenige bist, der das neue Instagram programmiert. Wenn ich mir vorstelle, dass die Währung unter jungen Mädchen das schönste Instagram-Foto ist oder die meisten Likes auf TikTok oder so. Ich höre auch schon Geschichten aus Grundschulen, wo sich junge Mädchen Likes kaufen. Ich kann mir vorstellen, dass es dann heutzutage noch mühevoller ist, da auszusteigen und zu sagen, ich mache was anderes, wenn alle anderen in diesen, ja, in diesen künstlichen Welten beheimatet sind. Was bräuchten wir denn? Wo müssten wir ansetzen? Wer muss wie ansetzen, um da wirklich, ja, das bestehende System ins Wackeln zu bringen? Ich glaube, die Frauen, die in der Position sind, dass sie eine relativ große und laute Stimme haben, müssen auch die Verantwortung übernehmen, zu sagen, ich spreche auch damit. Ja, also, dass man wirklich sagt, ich habe jetzt den Mut und ich stelle mich jetzt hin und möchte etwas ändern. Und das ist in dem Fall, was wahrscheinlich unausweichlich ist, ist eine stärkere Social-Media-Präsenz. Man kann nicht dagegen treten und sagen, ich mache jetzt kein Social Media und ich versuche es überhaupt gar nicht. Da wird gar nichts dran vorbeigehen. Aber ich denke, man gibt oftmals zu schnell auf. Und man muss aber sich halt einfach der Zeit anpassen. Da muss man vielleicht überlegen, okay, ich probiere jetzt einfach mal einen TikTok.
Accounts zu erstellen. Ich weiß vielleicht gar nicht genau, was das ist. Ich weiß noch nicht, ob es erfolgreich wird. Mhm. Aber wenn ich es nicht ausprobiere, dann kann ich natürlich nichts erreichen. Da kann ich auch dann nicht die jüngere Generation damit erreichen. Und ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, dass man sich da wirklich mit auseinandersetzt und sich auch damit auseinandersetzt, dass das sehr wohl wichtig ist. Auch wenn man es vielleicht, wenn es natürlich für einen unangenehm ist und man nicht unbedingt sagt, hey, das ist, was ist, wo ich mich richtig wohl fühle, ja. Und dass man vielleicht auch sagt, das ist alles Selbstdarstellung und ich habe keine Lust, mein Leben so darzustellen. Aber wenn man wirklich was ändern will, dann muss man gegebenenfalls auch einfach mal Sachen ausprobieren. Und das ist, glaube ich, was einfach sehr, sehr wichtig ist. Wir haben uns in diesem Jahr viel auch mit dem Thema Frauen, Vereinbarkeit, Rollen, Rollenerwartungen beschäftigt und haben oft den Punkt gestreift, ist unser Problem eigentlich, dass wir zu sehr gemocht werden wollen? Also, dass wir oft einer Diskussion auch, oder auch einer Auseinandersetzung aus dem Weg gehen, um des lieben Friedens willens. Mhm. Und wenn ich mir deine Geschichte anhöre, dann denke ich, das kann doch nicht sein, dass jemand, um vielleicht ein Bild von sich aufzubauen, darauf verzichtet, seiner Leidenschaft nachzugehen. Obwohl wir in einem Land leben, was alle Zugänge theoretisch ermöglicht. Ich glaube, man sollte aber nicht denken, dass das nicht eher die Regel als die Ausnahme ist. Also ich glaube, gerade bei Frauen opfern extrem viel. Wenn nicht fast alles. Um quasi ein gewisses Bild, das Bild zu erfüllen, was sie denken, was die Gesellschaft an sie hat. Und zu deinem ersten Punkt, dass man gemocht werden möchte, auf jeden Fall. Ich merke das bei mir auch immer wieder. Das ist eine Sache, eine Falle, in die ich immer wieder reintappe, dass ich mich zum Teil auch für Sachen entschuldige, weil ich Angst habe, dass es irgendwie eine schlechte Stimmung gibt, für die ich mich eigentlich nicht entschuldigen möchte, weil es meine Meinung war. Und ich glaube, wenn man da mal als Frau und sich dann überlegt, warum machst du das eigentlich gerade? Und ist es dir eigentlich wirklich so viel wert, dass du deine eigene Meinung dafür aufgibst? Nur, dass man keine Diskussion führt? Das ist eigentlich immer wieder erschreckend zu sehen, wo man eigentlich ja selbst denkt, man ist eine sehr emanzipierte Frau, die ihre Meinung immer wieder vertritt. Aber das ist eine Sache, die man lernen muss. Ein Muskel, den man, glaube ich, aufbauen muss, der trainiert werden muss. Okay. Dass man wirklich sagt, man steht für sich ein. Und wenn man es aber mal gemacht hat, merkt man erstmal, wie gut sich das anfühlt. Was bedeutet das für Organisationen, das, worüber wir sprechen? Ich glaube, es ist eines der Hauptgründe, warum wir uns so schwer tun, Frauen in Führungspositionen zu bekommen. Sobald man natürlich eine Führungsposition bekommt, sobald man Verantwortung für andere Mitarbeiter bekommt, heißt das, man ist vielleicht nicht immer derjenige, den alle lieben. Ja? Man muss Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht so toll sind. Man muss vor allem Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung übernehmen ist, glaube ich, auch eine Sache, die wir nicht unbedingt lernen in unserer Erziehung. Wir kriegen sehr viel als Mädchen abgenommen. So, nein, das mache ich schon unterbewusst. Ich glaube nicht, dass unsere Eltern das wirklich sagen und meinen, ich kann das nicht selbst, aber ich glaube unterbewusst ist es doch so, dass man Mädchen extrem viel Verantwortung abnimmt. Und dann in einem Alter mit Ende 20, Anfang 30 anzufangen, Verantwortung zu übernehmen, wenn man das eigentlich nie wirklich gelernt hat in seiner Kindheit, wirft einen total in ein Loch. Und man denkt sich so, ach du Scheiße, was mache ich denn hier damit eigentlich? Ich glaube, man sollte sich da schon bewusst sein, dass auch wenn wir mal denken, wir sind in so einer fortschrittlichen Welt, in sicher 90% der Haushalte ist es immer noch so, dass finanzielle Themen, Verantwortung, wenn jetzt zum Beispiel ein Handwerker kommt oder alles, was ein bisschen offizieller ist, das sind Themen, um die sich der Vater kümmert. Und wenn man, glaube ich, sowas als Tochter mitbekommt, dann ist das natürlich das, was man kennt. Und dann ist es natürlich auch eine Sache, die man in seiner eigenen Beziehung dann vorlebt. Und ich finde es sehr erschreckend. Und ich sehe das ja auch zum Teil bei mir, wie leicht man da eigentlich wirklich reinfällt. Ich kenne keinen Mann, der meint, oh, nee, also um meine Finanzen kümmern, das kann ich nicht. Aber bei vielen Frauen ist es ja trotzdem so die Sache, die dann sagen, ja, Geld ist nicht so meins. Viele Frauen sind dann sehr
tendieren sehr dazu, dass sie sich gerne abhängig machen möchten. Auch wenn sie es natürlich niemals zugeben würden. Aber es ist natürlich einfacher. Es ist bequemer, sich abhängig zu machen. Aber wir haben jetzt auch einfach Zeiten, wo man sich das als Frau nicht mehr leisten kann. Und ich glaube, es ist eine Sache, dass es extrem wichtig ist, einfach jungen Mädchen von früh an so mitzuteilen, du solltest ein gewisses Interesse an deinen Finanzen haben, du solltest daran interessiert sein, wie kannst du eigentlich dein Geld investieren. Und du solltest auch eine gewisse Verantwortung haben, was deine Karrierewahl angeht. Weil deine Karrierewahl auch sehr wohl über dein Gehalt entscheidet. Ich hatte zum Beispiel auch mal eine Phase gehabt mit, weiß nicht, so 17, glaube ich, ich wollte unbedingt Kostümbildnerin werden. Und hatte dann auch ein Praktikum gemacht und bin bis heute sehr dankbar dem Leiter dieser Abteilung, der zu mir gekommen ist und gesagt hat, du kannst das gerne machen, wenn du einen reichen Partner hast. Dann kannst du, das ist eher dann ein Hobby, ja, weil der dich finanzieren muss. Das ist kein Job, der dich wirklich auf langfristige Sicht finanziell unabhängig macht. Und sei dir auch bewusst, dass auch wenn du es schaffst, die nehmen dich wie eine Zitrone, pressen dich aus und werfen dich dann in die Ecke. Und ich bin rausgegangen, wie alt war ich da, 16 oder 17, mein Lebenstraum geplatzt. Erstmal, glaube ich, eine halbe Stunde in der Toilette geweint. Es gibt aber wenigen Menschen, denen ich so dankbar bin, wie diesen Abteilungsleiter, der, glaube ich, auch gar nicht weiß, was er für einen Einfluss in meinem Leben hatte. Aber das war, glaube ich, zum ersten Mal, dass jemand einfach Klartext mit mir gesprochen hat und gesagt hat, das Leben ist kein Märchen. Und auch wenn du was studierst, was dir Spaß macht. Und das ist halt eine Geschichte, die viele Mädchen, für die sich viele Mädchen entscheiden. Ich studiere jetzt irgendwas, was mir Spaß macht. Jede Leidenschaft kann bei finanziellen Problemen ganz schnell verschwinden. Und das ist ja, glaube ich, bei leider doch bei vielen Eltern so, bei den Töchtern, dass sie sagen, ja, studier, was du möchtest. Und das ist halt so eine Sache, die ich dann schon schwierig finde. Und ja, wir haben mehr Frauen als Männer, die inzwischen studieren. Die Frage ist, was sie studieren und was sie schlussendlich auch daraus machen. Ja, also wenn man sich halt auch mal anschaut, wir haben viele Medizinerinnen. Wie viele Oberärztinnen haben wir? Es wird sehr dünn. Ja, also das ist dann ja auch nochmal so eine Sache. Das ist dann zum Beispiel ja so, dann fangen die Ärzte, die jungen Ärztinnen im Krankenhaus an und arbeiten dann erstmal eine Zeit lang. Und wenn sie dann schwanger werden und Kinder bekommen, sind sie aber dann in einem Alter, wo es relativ schwierig wird, zu sagen, ich mache mich selbstständig. Was mir nicht gefällt, ist, dass wir hier so ein, oder bei mir entsteht so ein Bild von Frauen, die nicht besser für sich sorgen, die nicht klarer für das kämpfen, wofür sie stehen wollen. Und ich merke richtig, dass ich so einen Widerwillen habe und denke, nein, also das ist doch nicht so. Jungs und Mädchen, wir sprechen hier von Menschenkindern oder wir sprechen von Menschen und wir brauchen eine Diversität in Organisationen. Und es sollte nicht nur an einem Geschlecht hängen, die Frage nach, wenn wir jetzt eine Familie gründen, heißt das eine Auswirkung auf deinen Job, sondern das ist doch eine Paarentscheidung. Ich merke, dass ich richtig nervös werde und denke, hey, in welchem Jahrhundert sind wir eigentlich? Ja, aber ja, es ist eigentlich traurig. Aber wenn man es sich halt überlegt, wir sind ja einfach noch viel zu weit davon entfernt, dass man so Verhältnisse hat wie in Skandinavien, dass es selbstverständlich ist, dass man, wenn man in Elternzeit geht, das aufteilt, 50-50. Dann ist es hier noch so, dass Männer sich feiern lassen, dass sie 1 bis 3 Monate in Elternzeit gehen, wo die Frau hingegen mindestens ein Jahr weg ist. Das ist halt einfach Sachen, das hilft der Frau auch nicht weiter in der Karriere, wenn der Mann mal 3 Monate auf das Kind aufpasst. Das ist so eine Sache, wo ich sage, da führt meiner Meinung nach an einer gesetzlichen Vorschrift nichts vorbei, wenn man nichts ändern möchte. Weil was aus meiner Erfahrung ist, ich war lange auch kein Freund von Quoten und wann muss man irgendwas gesetzlich machen. Aber bei einer gewissen Entwicklung dauert es einfach zu lange. Und ich glaube, wenn man erstmal pusht und sagt, hier, so geht's, keine andere Möglichkeit, dann merkt man vielleicht auch, dass es eigentlich gut funktioniert. Ja, dass es sehr wohl auch für Männer extrem bereichernd sein kann, mal ein Jahr
in Elternzeit zu gehen und dass sie in der Firma nicht so wichtig sind, wie sie vielleicht denken, dass sie sind. Was können wir konkret tun? Was können Organisationen tun? Was können Führungskräfte tun? Was können Eltern tun, Schulen? Also aus meiner Erfahrung ist es so, zum Beispiel, wir gehen regelmäßig an Schulen und machen Workshops mit Mädchen, einfach um da mal jemanden zu haben, so ein Vorbild zu zeigen und zu sagen, hey, überlegt euch das mal. Und zwar genau in einem sehr sensiblen Alter. Welches Alter? Wann geht ihr? Zwischen 10 und 13 meistens. Hm. Mein Sohn ist 11, der will YouTuber werden. Ja. Aber ich glaube, da ist es einfach extrem wichtig. Da ist es auch so, wo ich sage, das ist eine gesellschaftliche Verantwortung, die man da übernehmen muss, auch als Organisation. Man muss einfach schon viel früher anfangen und sich viel besser bewusst werden, wann entscheidet man sich für ein Studienfach wirklich. Also wann geht man wirklich in die Richtung? Und wo ist da eigentlich der Punkt, wo ich sage, da kann ich die Mädchen beeinflussen und da kann ich auch wirklich ihnen einen gewissen so einen Keim setzen, dass sie da ihr Leben lang dran Freude haben werden. Das heißt, wir müssen junge Mädchen ermutigen. Ja. Besonders das Ermutigen ist, glaube ich, das selbstständig zu sein. Und gegebenenfalls auch mal gegen den Strom zu schwimmen ein bisschen und einfach ihnen auch klar zu machen, das wird sich eines Tages lohnen. Ja. Man hört bei vielen Frauen doch auch oft eine gewisse Reue. Hätte ich mal das gemacht. Und das finde ich ist eigentlich immer das Schade. Wenn man irgendwie sieht, ich hatte eigentlich Potenzial, aber dann habe ich gedacht, naja, okay, ich gebe es besser auf. Schlussendlich steht man immer für sich alleine da. Und man muss auf sein Leben zurückschauen und sagen, habe ich eigentlich das Richtige gemacht? Oder zumindest weitestgehend für mich das Richtige? Und kann ich stolz darauf sein, was ich gemacht habe? Und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtige dabei. Wir alle müssen uns entscheiden zwischen dem, was einfach ist und dem, was richtig ist. Und ich glaube, das ist so, was ich mir immer wieder denke. Der einfache Weg ist so verführerisch. Aber schlussendlich wird man den halt bereuen. Weil das, was einem schlussendlich wirklich was gibt und das, wo man im Nachhinein drauf zurückschaut und wo man wirklich stolz drauf ist, das ist das, wo es richtig unangenehm wird. Wo man sich am Anfang gedacht hat, so nein. Warum habe ich das gemacht? Also das finde ich eigentlich immer so, was mir auffällt. Und wo ich dann am stolzesten bin darauf, dass ich es schlussendlich gemacht habe. Weil das sind die Erinnerungen, die einem im Kopf bleiben. Was wünschst du dir fürs nächste Jahr? Dass wir Corona einigermaßen in den Griff bekommen. ich glaube, das ist ja eine Sache, die man jetzt erst mal wieder so mitbekommen hat. So die kleinen Dinge im Leben, die man dann doch vermisst, einfach mal zu sagen, so jetzt im beruflichen Sinn zum Beispiel, ich gehe mal heute Abend auf eine Networking-Veranstaltung. Ich glaube, ich war dieses Jahr auf eine einzige und das war das absolute Highlight. ich glaube, das sind die Sachen, wo man dann erstmal wieder merkt, so boah, das ist toll und da möchte ich auch wirklich was machen. Und man hat, glaube ich, auch jetzt auch erstmal gesehen, was hatte man nicht eigentlich alles für Möglichkeiten gehabt, die man nicht genutzt hat, wo man dann doch eher auf der Couch gesessen hat. Und jetzt kann man einfach nicht mehr auf der Couch sitzen. Die ist platt gesessen. Hat man genug auf der Couch gesessen. Aber ich glaube, wenn mich dieses Jahr eine Sache gelernt hat, dann, wenn du die Möglichkeit hast und du weißt gar nicht, wie lange du sie hast, dann nutze sie wirklich aus und hab den Mut, einfach das auch mal auszuprobieren. Mein Auftrag ist es eigentlich auch einfach, nicht nur Frauen, ich sehe das auch immer mehr bei Männern eigentlich in letzter Zeit, zu sagen, trau dich halt einfach. Das Schlimmste, was du bekommen kannst, ist ein Nein. Das ist, was ich immer merke. Das ist auch, dass ich zum Beispiel, ich schreibe einfach Leute auf LinkedIn an, die mich interessieren. Eine Sache, die meine Schwester immer zu mir gesagt hat, Ronin, das ist die beste Zeit jetzt. Schreib doch einfach interessante Leute auf LinkedIn an. Du kannst so viele tolle Menschen kennenlernen. Das Schlimmste, was ist, dass die dir nicht antworten. Und Was ist das Problem denn dran? Und ich hatte aber sehr, sehr lange Probleme gehabt und gedacht, oh nee, was mache ich denn? Was denken die dann über mich?
nichts, die denken sich nichts über dich. Und das ist ja das Schöne daran eigentlich. Aber wenn sie die antworten und wenn du dann auf einmal wirklich tolle, inspirierende Menschen kennenlernst und die dann auch in dein Leben reinlässt und da merkst du erstmal, was es für einen extrem positiven Einfluss auf dich haben kann und merkst auch, wenn du Menschen hast, die inspirierend sind, die motivierend sind, wenn das die Kernmenschen sind in deinem Leben, was du eigentlich dann alles erreichen kannst. Und das ist das, was ich ja eigentlich nächstes Jahr machen möchte. Einfach so viele Türen wie möglich zu öffnen, um zu schauen, wie viele aufgehen. Und die Türen zu schließen, bei denen es sich lohnt, auch vielleicht mal die zu schließen. Ja. Empowerment hat Nebenwirkungen. Vielen lieben Dank für dieses sehr inspirative Gespräch, liebe Ronja. Ja, danke.